Ja. Der beste Freund deiner besten Freundin, Mädchen. Hast du keinen anderen Typen kennengelernt? Princess, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Falls du neu bist, ich bin Nahima und das ist mein YouTube-Kanal. Falls du neu bist, würde ich mich freuen, wenn du dich unsere kleine Familie anschließen könntest und einfach unten hier oder da abonnieren könntest. Und dann fangen wir direkt mit der Geschichte an. Wie ihr wisst, mache ich ja hin und wieder Storytimes und ich dachte mir, ja, warum verrate ich nicht einfach eure Geheimnisse? Deswegen habe ich auf Instagram gefragt. Falls du mir auf Instagram nicht folgst, ich heiße Yohimma Official und ich werde mich freuen, wenn du mir folgen könntest. Ich poste jeden Tag, was ich mache, was ich tue, worüber ich nachdenke und sonstiges und habe eigentlich ein paar ziemlich coole Bilder auf Instagram. I'm just saying. Also ich würde mich freuen, wenn du einfach vorbeischauen könntest und dann fangen wir direkt mit den Geschichten an. Ach so, worum geht's überhaupt? Ich habe auf Instagram gefragt, ob ihr mir ein paar Geheimnisse von euch einfach verraten möchtet. Und ich gebe einfach meinen Senf dazu. Fazit, das ist nur meine Meinung. Also ich habe nicht recht und das, was ich sage, muss auch gemacht werden. Nein, so ist es nicht. Das ist einfach meine Meinung. Und falls du zu verschiedenen Sachen eine andere Meinung hast, würde ich mich freuen, wenn du es einfach unten kommentieren könntest, damit die Person vielleicht mehrere Optionen hat, von der sie oder er wählen kann. Erstens, bevor ich anfange, will ich erstmal Danke sagen an jeden. Ich war echt überrascht, weil eigentlich habe ich nicht erwartet, dass überhaupt jemand irgendwas schreibt. Und ich war halt richtig überrascht, dass manche Leute geschrieben haben. Wie ich schon gesagt habe, ist alles ziemlich anonym. Also ich werde nicht sagen, die Anita 28 aus Hannover hat gesagt, nein, die meisten von euch kenne ich gar nicht persönlich und nobody got time for that. Dann fangen wir direkt mit der Geschichte an, mit den Geheimnissen. Die erste Person hat geschrieben, ich möchte wieder in die Schule. Wer möchte bitte schön freiwillig wieder in die Schule gehen? Like, for real, real? For real? For real? Also irgendwie kenne ich nur zwei Leute, die gerne, also das ist irgendwie zwei Kategorien von Leuten, die gerne wieder freiwillig in die Schule gehen möchten. Das sind einerseits die, die es zu Hause sehr schlimm haben, die sich zu Hause unwohl fühlen und die Schule als Fluchtort betrachten. Und auf der anderen Seite sind das irgendwie die Leute, die das Gefühl haben, das Leben nicht unter Kontrolle zu haben und diesen Weg, den sie sich vorgestellt haben und die Pläne, die sie sich gemacht haben wegen Abiball und alles, ja, dass das nicht eintrifft und deswegen möchten die in die Schule. Für die Leute, die das Gefühl haben, das Leben nicht unter Kontrolle zu haben, kann ich nur sagen, so ist das Leben. Abgesehen von Corona kann immer wieder etwas passieren. Es ist schön, Pläne zu haben. Es ist schön, Langzeit- und Kurzzeitpläne. Sagt man das? Langfristige und kurzfristige Pläne. Pläne für die Zukunft und Pläne für jetzt. Whatever. Also es ist gut, Pläne zu haben. Gleichzeitig sollte man beachten, dass das Leben trotzdem macht, was es möchte. Wäre vielleicht Corona nicht passiert, kann es sein, dass irgendwas dazwischen kommt. Also man muss lernen zu sehen, dass man das Leben, dass man zwar planen kann, aber ob es wirklich eintrifft, liegt am Ende nicht in deiner Hand. Man muss lernen, loszulassen. Man muss lernen, auf gewisse Sachen vorbereitet zu sein, weil das Leben macht am Ende, was es ist. Du kannst nicht alles im Leben planen. Und deswegen muss man sehen, dass eine Situation eingetreten ist und man muss jetzt gucken, wie man am besten trotzdem ans Ziel kommen kann, obwohl eine Veränderung stattgefunden hat. Mir ist aufgefallen, dass sehr viele Leute damit zu kämpfen haben, weil sie das Gefühl haben, sie haben das Leben nicht mehr unter Kontrolle und irgendwie wissen sie nicht, was morgen passiert. So ist das Leben nun mal.
Und ja, man muss irgendwie immer einen Plan B im Hinterkopf haben. Du hast deine Langzeitpläne, wie zum Beispiel studieren. Es ist momentan was eingetreten, da kann man leider nichts machen. Das verändert momentan deine Kurzzeitpläne oder deine kurzfristigen Pläne. Dennoch solltest du dein Ziel im Blickfeld haben und versuchen, trotz zu Hause sein, genug zu lernen, damit du, wenn die Schule wieder anfängt, gute Note schreiben kannst, um trotzdem an dein Ziel zu kommen. Also, du weißt ganz genau, Schule heißt nicht direkt lernen. Lernen kann man auch zu Hause. Und falls es was damit zu tun hat, dass du deine Freunde nicht sehen kannst, ey, es gibt WhatsApp, es gibt Instagram, dafür muss man nicht unbedingt in die Schule gehen. Deswegen mach deinen Fokus nicht unbedingt auf den Ort, sondern versuche, das ganze Problem zu sehen und wie du damit am besten umgehen kannst. Und für die Leute, die es zu Hause schlecht haben und die Schule als Fluchtort suchen, also erstens tut es mir sehr, sehr leid, dass du sowas durchmachen musst, dass du in einem Haushalt aufwächst, wo du keine Liebe, keine Fürsorge und kein Vertrauen hast. Aber du wirst es durchstehen. Und im schlimmsten Fall kannst du immer noch jemanden anrufen, wenn du es zu Hause überhaupt nicht aushältst. Aber ja, tut mir echt leid. Tut mir wirklich leid. Das Thema ist sehr sensibel und ich weiß halt nicht wirklich, wie ich dir dabei helfen kann, weil hier steht halt nur, ich will wieder in die Schule und ich weiß halt nicht, warum du genau wieder in die Schule gehen möchtest, weil es ist nur ein Ort, also es ist nur ein Gebäude. Und es muss ja irgendwie einen Hintergrund haben, warum du genau in die Schule gehen möchtest. Und deswegen, ja, falls du möchtest, kannst du mehr dazu schreiben, damit ich noch mehr Senf dazu geben kann. Aber ja, die zweite Person hat geschrieben, ich habe Angst vor meiner Zukunft. Ich glaube auch wieder bezüglich dieser Corona-Krise. Ich weiß nicht so wirklich, wie jung du bist, weil dein Profil zeigt auch kein Bild. Aber es ist okay, nicht zu wissen, was die Zukunft mit sich bringt. Und es ist okay, nicht zu wissen, wie die Zukunft aussieht und Angst zu haben, weil man nicht so wirklich weiß, wie die Zukunft aussehen wird. Das ist völlig normal. Nicht gut ist es, trotz dieser Angst nichts zu machen, zu denken, dass alles verloren ist und dass du nichts machen kannst. Wie ich schon eben gesagt habe, man muss sich Ziele setzen, weil das große Ziel zeigt dir eine Richtung, aber die kleinen Ziele, die du dir im Leben setzt, also die Ziele, die du jeden Tag machst, helfen dir, dahin zu kommen. Und wenn du dir ein Ziel gesetzt hast, weil du brauchst ja irgendein Ziel, um eine Richtung zu haben. Zwar können sich die kleinen Ziele hin und wieder mal ändern, sprich Corona, dass du irgendwie merkst, okay, ich kann nicht diesen Schritt machen, aber ich kann den anderen Schritt machen und trotzdem in dieselbe Richtung gehen. Es kann im Leben immer was passieren. Du kannst schwanger werden, du kannst von der Schule fliegen, du kannst sitzen bleiben, du kannst... Es kann immer irgendwas passieren, aber wenn du deine Ziele im Blickfeld hast und trotzdem versuchst, trotz jeder Situation es durchzuziehen, wirst du es schaffen. Und wie gesagt, es ist okay, nicht zu wissen, was die Zukunft mit sich bringt, nicht zu wissen, wie deine Zukunft aussehen wird. Es ist ganz normal, wir alle haben Angst, nur sollte man trotz der Angst nicht sitzen bleiben und nichts tun, sondern trotz der Angst aufstehen und etwas machen und das Leben verändern, weil du schaffst alles und du kannst alles werden, was du willst. Ja. ist das ein Geheimnis? Ich weiß nicht, das ist eigentlich kein Geheimnis. Die nächste Person hat geschrieben, also ich lese es erst mal vor, weil das ist schon ein bisschen länger und danach werden wir unser Senf dazu geben. Schreib unten, wie gesagt, was du in der Situation gerne sagen würde, ich werde mir alles durchlesen. Die nächste Person hat geschrieben, ich wünsche mir einen Freund. Weiblich, 16. Okay. Ich möchte, dass mich wer in den Arm nimmt, der mich versteht. Jemand, der mich mit allem meinen Macken akzeptiert.
ich gehe in meinem Umfeld kaputt, wenn alle sagen, wie toll es mit ihrem Freund ist. Okay, nochmal. Ich wünsche mir einen Freund. Ich möchte, dass mich wer in den Arm nimmt, der mich versteht. Jemand, der mich mit allen meinen Macken akzeptiert. Ich gehe in mein Umfeld so kaputt, wenn alle sagen, wie toll es mit ihrem Freund ist. Okay. Irgendwie kann ich dich verstehen, weil mit 16 hat, glaube ich, jeder von uns das Gefühl gehabt, wenn die Freundinnen ständig gekommen sind und gesagt haben, mit wem sie zusammen sind. Das war manchmal sogar nur Online-Beziehungen, oder? 16? Nee, manche hatten auch echte Beziehungen. Aber ja, ich kann nicht verstehen, dass du dazugehören möchtest, dass du dir das nicht anhören kannst. Und meistens ist man in der Situation noch die Freundin, die dann irgendwie Ratschläge geben muss und sich die ganzen Liebesgeschichten, Liebeskummer-Sachen anhören muss. Ich würde sagen, mit 16 brauchst du keinen Freund, weil du sagst ja, du möchtest jemanden, der dich versteht, jemanden, der mit allen deinen Macken zurechtkommt. Also ist es irgendwie so, dass du dich nach Liebe sehnst, also so sehr geliebt werden möchtest, und mit 16 würde ich meinen Fokus nicht auf Jungs machen oder darauf, dass mich eine fremde Person liebt. Mit 16 würde ich eher versuchen, mich selber zu lieben, weil anscheinend ist irgendein Loch in dir, das gefüllt werden muss, und du denkst, mit einem Jungen ist es geregelt, mit einem Jungen, der alle deine Macken akzeptiert und versteht, und so bist du dann glücklich, aber so funktioniert das nicht. Du musst erstmal lernen, dich selbst zu lieben, du musst lernen, dich selber zu akzeptieren, weil so wie du mit dir umgehst, werden auch andere Leute mit dir umgehen. Du zeigst immer anderen Menschen, wie sie mit dir umgehen sollen, in dem, was du halt für dich selber machst. Wenn du dich selbst nicht liebst, kannst du nicht erwarten, dass jemand anderes dich liebt. Es ist immer so ein Fall, dass man selber zerbrochen ist und denkt, dass eine andere Person dich zusammen machen kann, aber so eine Person gibt es nicht. Und wenn es so eine Person gibt, ist es sehr, sehr gefährlich, weil du wirst von dieser Person abhängig und stellst deine ganze Situation, dein ganzes Leben auf eine Person, und die Person kann diese Last nicht tragen, und das ist auch unfair der Person gegenüber, ihm so viel Last mitzugeben. Und deswegen sage ich immer, man sollte sich selber lieben, man sollte in diesen jungen Jahren, gerade jetzt, herausfinden, wer du bist, was du magst, dass du lernst, dich selber zu lieben. Und wenn du irgendwelche Probleme hast und verspürst, dass du ein Loch in deinem Herzen hast, dass du ein Gefühl hast, nicht akzeptiert zu werden von deiner Umgebung, wie du das am besten ändern kannst, damit du dich selber akzeptierst oder damit du ein Umfeld erschaffst mit Leuten, die dich akzeptieren. Und mit 16 solltest du wirklich nicht dringend einen Jungen suchen. Ich weiß, Freunde in dieser Zeit, das ist echt nervig, und meistens sind die gar nicht so glücklich, wie sie tun. Die erzählen das alles so tralala, und der Klaus-Peter hat mich zum Eis eingeladen, und der hat mir einen Ring aus dem Automaten geschenkt, und nein, so ist es meistens gar nicht. Die versuchen dir nur dieses Schöne zu erzählen. Aber meistens, gerade mit 16, die Beziehung hält noch nicht mal 2-3 Monate, und das ist alles nur Kinderspielerei. Wenn du wirklich unglücklich bist, würde ich dir raten, dich selber zu finden, dich selber kennenzulernen, einen Fokus auf die Schule zu machen und Hobbys zu suchen, damit du eine Leidenschaft entwickelst und ja, eher auf dich zu fokussieren. Wenn du das schaffst, wird eine richtige Person kommen, um dich glücklich zu machen. Aber wenn du jetzt alle deine Sorgen auf eine Person machst, dann ist es sehr, sehr gefährlich, gerade in diesem Alter, weil dann neigst du dazu, alles für ihn zu machen. Und
dann wirst du schnell ausgenutzt oder wirst sehr schnell abhängig. Und ja, nein. We are princesses und wir verdienen was Besseres. Also nein. nein. 16, Fokus auf dich, Schule, Hobbys, aber eher auf dich, Freunde. Wenn deine Freunde auf die Nerven gehen, such dir neue Freunde, weil anscheinend haben die nur Jungs im Kopf und das würde ich dir abraten. Also ich werde jetzt nicht sagen, Jungs sind scheiße, hab niemals einen Junge. Nein, aber so wie du es erklärt hast, hört sich das halt so an, als würdest du mit deinem Umfeld nicht so wirklich klarkommen, nicht zufrieden sein und würdest alles auf den Jungen schmeißen. Und nein, so soll es nicht sein. Die letzte Person hat geschrieben, ich habe vor nicht mal einem Monat den besten Freund meiner besten Freundin geküsst. Zugegeben war es bisher der schönste Kuss, den ich je hatte. Meine beste Freundin weiß immer noch nichts davon. Ich glaube, ich fange an, Gefühle für ihn zu entwickeln. Warte. Ich habe vor nicht mal einem Monat den besten Freund meiner besten Freundin geküsst. Den besten Freund meiner besten Freundin. Okay. Zugegeben, es war der schönste Kuss. Blablabla. Meine beste Freundin weiß immer noch nichts davon. Ich glaube, ich fange an, Gefühle für ihn zu entwickeln. Okay. Der beste Freund deiner besten Freundin. Ups. Ich weiß nicht. Der beste Freund deiner besten Freundin. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, heftig. Der beste Freund deiner besten Freundin. Der beste Freund deiner besten Freundin. Okay, sagen wir es mal so, wenn er dich auch mag, dann warum nicht? Ihr müsst nur versuchen, es der besten Freundin schon beizubringen. Wahrscheinlich werdet ihr danach keine beste Freundin mehr sein. Es kommt darauf an, wie die beste Freundin ist. Manche von denen sind halt voll okay damit und sagen so, ey, ich liebe dich, jetzt liebt ihr euch. Jetzt sind wir alle glücklich, aber andere sagen wiederum, du nimmst mir meine Freunde, also du nimmst mir meine Freunde weg, du nimmst mir meinen besten Freund weg. Und es kommt echt auf die Person an, wie deine beste Freundin drauf ist. Aber ja, der beste Freund deiner besten Freundin, Mädchen. Hast du keinen anderen Typen kennengelernt? Krass, der beste Freund, deine beste Freundin. Ich wiederhole es halt die ganze Zeit, weil ich versuche, es mir irgendwie vorzustellen. Also einerseits versuche ich mich in deine Situation zu versetzen und in die Situation von der besten Freundin. Wie der Junge sich fühlt, weiß ich ja in dem Moment nicht. Ob es für ihn nur Spaß war, ob er sich jetzt auch verliebt, ob es nur ein Prank war. Keine Ahnung, manche Jungs sind dumm. Ich weiß nicht. Also das ist... Solltest du ihr das sagen? Ja, ich finde, du sollst es ihr sagen. Oder? Ich weiß nicht. Leute, schreibt mal unten in die Kommentare, wie ihr in der Situation reagieren werdet, weil I don't know. Das ist echt krass. Aber ja, das ist das Ende von meinem Video, Leute. Das waren die Geheimnisse, die wir heute verraten haben. Und falls du auch ein Geheimnis von dir verraten möchtest oder gerne meinen Senf dazu haben möchtest, dann schreib es mir einfach auf Instagram und ich werde auf jeden Fall ein Part 2 machen, weil das war schon krass. Das waren gar nicht so viele Fragen, weil wie gesagt, ich bin noch ein kleiner Channel und wir, you know, aber ich finde es immer noch krass und dankbar und falls dir gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und über einen Abonnent mehr und über die Kommentare. Schreibt einfach, was ihr dazu sagen werdet und würdet und tun würdet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, Princess!